Machen wir dann hier, machen wir eine Tür. Zauntür. Okay. Da kann man dann hier aufmachen, kann hier reinlaufen. Das bloß damit hier keiner drauf rumlatscht, kein Krieger und kein Monster und kein sowas. Das wird natürlich dann lustig. Und da müssen wir nämlich hier wieder eine Reihe an Stiefchen machen, damit man dann hier runter kann. Das müssen wir dann immer eine Ebene mit Stiefchen machen. Sonst hüpfen wir ja immer von da oben hier drauf. Na, werden wir sehen. Ich würde sagen, jetzt erstmal. Jetzt hier würde ich. Was war mal. So geht's, glaube ich. Ja. Das Türchen kann man jetzt hier so einsetzen und dann kann man hier reingehen. Ist doch Na, gut, das ist oder? doch mal hübsch. Okay. So. Dann kann man jetzt hier. Oh, endlich kriege ich meine Fackeln. Ich bin So, zwei. begeistert. Hättest Oh. du mir nicht mal sagen können, dass wir noch Fackeln machen müssen? Michi. Oh, Gleich platzt mir der ich bin zu dick Popo. geworden, ich komme nicht mehr zur Tür rein. Ah. Ach. Müssen wir die Tür erweitern, müssen wir eine Doppeltür einbauen. Oh ja, geht gut, wenn man keine Kohle mit hat. So, machen wir mal noch ein paar Fackeln. So. Jetzt haben wir die Kohle wieder in die Truhe erstmal. Das ist doch gut. So, würde ich sagen, oder? Ich muss mir erstmal noch 9 Zäune, die setzen wir erstmal noch mit hin. So, 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 so. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ist doch ganz okay. Jetzt können wir eigentlich noch hier noch einen kleinen Weg rüberziehen zu unserem Haus. Genau hier von der Tür ab. Mit Einen was? kleinen Kaviar? Gravelweg. Haben wir welchen? Ja, in der Küste. Wollen wir jetzt gleich raus. Ist jetzt ein bisschen doof. Das wird schon grün. Ist jetzt ein bisschen doof. Warum? Wenn wir jetzt Gravel rüber machen. Das ist ja genau an der Kante. Na, dann mach doch erstmal hier hin und dann da noch zwischendrin, so ein bisschen schräg. Und dann bloß zum Schluss die letzte Kante. So. Ah. Oder? Noch eine Ecke. Und es wird schon wieder dunkel. Mann, Mann, Mann. Die Zeit vergeht wie im Flug. Im Pflug. So, den Gravelweg hierher, so. No, musstet glaube ich aber auch das Stückel grün, was unten drunter ist, noch machen, oder? Welches? Das Stückel unter grün, oder? So? Ja, Ja. genau. So passt das. Genau, so sieht es doch schick aus. So. Und jetzt gehen wir erstmal ins Bett und dann krabben wir uns endlich mal nach unten, um unser Haus zu erweitern. Und dann werden wir erstmal gucken, ob wir dort unten schon die nötigen Mineralstoffe finden und Spurenelemente. Ganz wichtig, notwendig für die Gesundheit, Mineralstoffe und Spurenelemente. Sollst du dir vielleicht noch mal eine Schaufel und eine Hacke und noch ein bisschen was mitnehmen? Eine Spitzhacke würde ich sagen. Was Eine wir noch? Eisenspitzhacke wäre vielleicht ganz Wir haben bloß günstig. noch 4 Eisen. Dann kriegst du davon eine? Ja. Klar. Aber auch bloß eine. Na, wir werden da unten ein bisschen Eisen finden, oder? Hoffen wir es. Mach so. Nimmst mal noch die Ich Stäbe nehme mit. trotzdem noch eine extra Steinspitzhacke Dann können wir mit. uns für die Not dann vielleicht noch mal ein paar Fackeln machen. So. Pflastersteine. Schaufel? Reicht eine? Wenn du Gravel findest? Erstmal. So. So, wo buddeln wir uns jetzt los? Hier oder wollen wir von unten buddeln?
Ich denke, vielleicht buddeln wir, na, ich weiß nicht, ob wir dann direkt hier rauskommen. Nein, wir werden nach. Im Haus runterbuddeln? Ja. Ja, das war. Ja, na dann fangen wir hier an. Ich würde sagen mal hier. Ich kann nicht, ob drei reichen. Okay, einen hätten wir vielleicht stehen lassen müssen. Zack. Der Treppe. So, jetzt werden wir mal die Steine hier rausspitzen. Ich brauche einen Pickhammer. Gibt's denn eine Hildi? So. Ach, warum mache ich eigentlich immer den unten noch mit weg? Bin ich bescheuert? So, ja. Schön die Steine raushämmern. Eine Fackel? Eine Fackel, ja. Ja, ich bin immer auf die Sicherheit gedacht. In dem Dunkeln kann man nichts sehen. Ja, das stimmt wohl. So. Ich mache jetzt hier einfach meine Ecke. Zufrieden? Herzlichen Dank für die Fackel. Das finde ich sehr nett, dass du auf meine Bedürfnisse achtest. Ja, so bin ich. Ein Gentleman Sonderzeichen. Zack. Herzlichen Dank. Ich sehe was. Wir haben bloß jetzt nicht wissen, wenn wir erstmal so weit unten sind, wie wir wollten. Das werden wir dann schon merken. Wenn wir irgendwo unten rauskommen. Wären wir das schon mehr? Na, ich buddel mich ja hier im Kreis. Wir haben aber nirgendwo unten rauskommen. Meinst du? Irgendwo müssen wir ja mal rauskommen. Da vielleicht noch Höhle. Das ist eine Höhle sein. Das Fenster! Puh. Noch mehr im Kreis? Ja. Ich würde sagen, wir ziehen dann ja mal irgendwo ein paar Etagen ein, damit wir ja mal. Zack. Oh, Erde. Erde, 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 Erde. Oh, Stein. 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 Erde, Stein. Ah ja, vor allem Erde. Noch mehr in den Kreis? Nee, wie viel mal bist du jetzt schon im Kreis, damit wir vorne rauskommen? Warte mal. Eisen! Oh, hast du gar nicht gesehen? Eisen! Oh, ich würde sagen, wir ziehen hier eine Etage ein. Auf der Eisen, die Eisenetage. Genau. Na ja, gut, dann kloppen wir ja das mal raus. So, viel Eisen war es ja nicht, aber immerhin schon mal ein bisschen was. Damit wir auf der gleichen Seite wieder rauskommen. Warte mal, müssen wir denken. So, hier gehen wir runter. Das ist die Seite, wo jetzt, wo es zur Wüste geht. Warte, wo ist denn hier, der Eingang? Da ist unser Eingang, unser Hauseingang, und hier ist die Seite, wo es zur Wüste geht. Wüste. Waldseite. Eingangsseite. Andere Waldseite. Das ist jetzt die Wüstenseite, wo wir mal so weit nach vorne buddeln, bis wir vorne sind. Genau. Also würde ich jetzt nicht mehr, fast nicht mehr tiefer gehen, sondern einfach mal gerade, oder? Ja, warum? Gehst du noch ein bisschen tiefer? Nee, ich denke. Nee, erstmal so, erstmal gucken, wo wir sind. Stripping. Strip meinen. Mitten im Berg. Oh, Eisen über dir. Pass mal auf, dass kein Gravel mitkommt. Ja. Wenn wir hier sterben. Da ist Gravel, siehst du es? Rechts. Ach, wenn wir hier sterben, sind wir nicht weit entfernt davon. Wir machen ja gleich in unserem Bett wieder auf. So, ich glaube, wir sind gleich draußen. Ich sehe da schon ein bisschen Licht durch den Bergscheine. Das kann auch ein Grafik. Sollte ein Grafikfehler sein. Oh, Licht.
Hoffe ich komme überhaupt irgendwie wieder raus. Kohle. Oh, Kohle. Bam. Nee, nehmen wir erstmal unseren Stein noch. Wir werden die schön die Kohle hier mit raushämmern. Immer schön raus mit der Kohle. Wir können sie gut gebrauchen. Oder etwa nicht. Na klar. Kohle braucht man immer. Ja, Kohle kann man immer gut gebrauchen. Wenn nicht im Ofen, dann im Portemonnaie. Ja. Im Portemonnaie. Wie wär's mal mit Licht? Wir haben doch hier noch Licht. Dadurch, dass wir mit unserer Spitzhacke hier auf den Stein hauen, wird dann was über Funken. Funken geschlagen. So, und weiter geht's im Berg. Kannst ruhig drei übereinander machen. Erstmal bis zwei, erstmal gucken, wo wir rauskommen. Wenn wir überhaupt irgendwo rauskommen, dann müssen wir uns jetzt unter der Wüste lang graben. Das merkt man auch spätestens, wenn hier irgendwo Sand kommt. Merkt man das, ob man ober- oder unterhalb ist? Guck mal, über dir. Über dir, da war Eisen. Ja. Ganz viel Eisen. Das ist wundervoll. Oh, ey, das ist aber wirklich... Tschüss, fucker. That is very wonderful. We need Eisen. We need many Eisen. For new tools. Your English is very beautiful. Yeah, I know. I know. You speak Sächsisch. English. Ja, Angelsächsisch. Angelsächsisch, ja, ja. So, weiter geht das. Mal sehen, wir irgendwo rauskommen oder ob wir wirklich drunter sind. Es wäre hell. Ja. Gravier. Ob wir hier zu weit unten sind? Das kann ja nicht sein. Sieht man das irgendwie? Hast du hier so eine Anzeige? Ja, die Anzeige hat man hier. Und das heißt? Ja, wenn ich das wüsste. Ich kenne mich hier überhaupt nicht damit aus. Hä? Desert. ECBL Desert. Ich glaube, die Y-Koordinate, das ist die. Wo man sieht, wie hoch man ist. Minus 551. Warte, ich probiere das mal aus. Das ist die Y-Koordinate jetzt. Ja, 51,6 ist nämlich. Und jetzt müsste es sich eigentlich verändern. 52, gut. Also 51, gucken wir mal draußen, ob wir irgendwo auf 51 sind. Du musst mal vor unserem Berg gucken, wie hoch der ist. Also unten. Ja, da müssten wir ja sehen, wo wir, ob wir irgendwo rauskommen. Hüpf, hüpf. Ah, jetzt hell. Und der Getreide ist am Wachsen. Okay, wir brauchen ja noch irgendwas, um richtig nochmal rüberzukommen. Jetzt gucken wir mal hier schnell den Berg runter. Au. Und jetzt gucken wir mal vor dem Berg. Wir kommen bestimmt hier drüben irgendwo raus. So, 66, da sind wir ja noch weiter drunter. Da werden wir nämlich drunter buddeln. Unten drunter durchbuddeln wir? Wir müssen also noch wieder höher gehen? Ja, wir müssen hier auf 66,6. Gott. 66,6. Okay, dann müssen wir mal auf 66,6 nach vorne graben und dann sehen wir ja, wo wir rauskommen. Wieder rauf, 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 rauf. Ja, da wir das Ganze so unterhüllern wollten, ist das ja nicht so weiter schlimm. Nö. Da haben wir jetzt noch ein paar Rohstoffe gefunden. Ich kann mal das gleich mal hier oben lassen. Ein Eisenbaum. Eisenerz. Kannst du da noch ein bisschen Eisenerz ausbrennen? Auskochen. Mit a little bit Kohle. So, ich habe a little bit Kohle mit eingelegt. Ich glaube, so, es wird eh gerade dunkel. 74, 73, 72. Hieb. 66,6. Also das ist die Ebene, wo wir... Ist das, wo wir nach vorne kommen? Das müsste eigentlich nach vorne sein, ja. Warte mal, hier sind wir. Nee, wir müssen hier die andere Richtung. Wir müssen da, wo wir hier zugegraben haben, müssen wir jetzt... Wo wir noch zwei weiter und dann müssen wir nach links graben. So, jetzt müssen wir hier, damit wir nicht unsere Treppe zerstören. Jetzt hier weiter. Jetzt sind wir nämlich unter der Treppe.